Sie reden ja davon geschlossenen Systemen, wenn Sie Deutschland mit China vergleichen. Ich bin ja der Meinung, dass das Kapital teilweise auch in China arbeitet, das deutsche Kapital. Das heißt, ja. Da gibt es ja auch Vernetzung. Ne? Also das heißt, genau. das würde ja dann den Anteil etwas relativieren. Ne? Sie sprechen von 30 zu 70. Also das heißt, da ist ja diese Relation dann eine andere. Sie haben natürlich recht, also das System haben wir ja nicht. Aber es gibt trotzdem das Konstrukt des Bruttoinlandsprodukts. Wir wissen trotzdem, wie viele Arbeitsstunden geleistet werden und wie hoch der Sachkapitalstock ist. Das wissen wir alles. Und die Frage ist ja nur, in welcher Beziehung steht das zueinander? Und dafür hat man mathematische Mittel verwendet, ne? Wie ich das hier dargestellt habe, nach dieser Produktionsfunktion. Und dadurch konnte man da Vergleiche anstellen. Es geht ja hier nur um Vergleiche oder Zusammenhänge, ja, oder Relationen. Noch deutlicher zu werden. Ja, letzten Endes gleicht sich das ja dann an, ne? In zeitlicher Abfolge, wenn die einen zunehmen, die anderen weniger werden. Ne? Es gibt ja auch internationale Zusammenhänge, haben Sie ja selber erwähnt. Und dazu gibt es ja den Begriff der Terms of Trade, ja? Das heißt also im Grunde die Austauschverhältnisse. Und ich würde jetzt hier so weit gehen, nach dem, was ich hier gemacht habe, würde ich so weit gehen, dass ich sage, naja, eigentlich gibt es nur eine internationale Währung und das ist die Arbeit. Die Arbeit hat eine gewisse Produktivität und die Produktivität eines chinesischen Arbeitnehmers ist niedriger als eines deutschen Arbeitnehmers. Warum? Weil er einfach weniger Kapital zur Verfügung hat als ein deutscher Arbeitnehmer. Und diese beiden Arbeitsstunden stehen in einem gewissen Austauschverhältnis, auch monetär gesprochen. Und wenn jetzt ein Produkt in China vorgearbeitet wird und dann zum Beispiel in eine deutsche Maschine oder ein deutsches Produkt eingebaut wird, dann geht das als Kosten dort hinein. Dadurch ist dieser Zusammenhang dargestellt. Ja, ich habe zwei Fragen. Erstmal zu dem Faktor Arbeit. Ist da jetzt nur die Arbeit mit gemeint, die entlohnt wird, oder jetzt wirklich alle Arbeit? Also all das jetzt, dass ich meine Oma pflege und dass ich selbst meine Kontoauszüge rausziehe und so. Und zweite Frage ist, wegen diesem 70-30, wo wir jetzt sind, von der Argumentation, das ist jetzt eigentlich sozusagen ein Teil sozusagen, ist, den wir frei vergeben könnten, müssten dann eigentlich aus kapitalistischer Sicht nicht die Kapitalgeber sagen, wir haben 70% Anteil am BIP, also müssten uns sozusagen auch der viel größere Anteil an den Früchten sozusagen zuteilkommen lassen, der jetzt sozusagen im Sinne des Sozialstaats an die Arbeitnehmer abgegeben wird. Das könnten Sie so machen. Ob Sie damit durchkommen, ist was anderes. Der Sachverständigenrat benutzt das so, wie ich das hier gemacht habe, seit 1995 in seinem Gutachten. Findet man in jedem einmal, ein Jahr haben das nicht gemacht, sonst immer. Aber der Sachverständigenrat zeigt das nicht so wie ich hier. Der rechnet das auch nicht vor und auch nicht aus. Der zeigt nur die Theorie. Und ich habe 1994 mein Zweitstudium VWL begonnen und dann wurde uns das sofort präsentiert, ja, ganz neu, toll und so weiter. Und ich habe mir immer gefragt, warum rechnen die das nicht aus? Wenn die das ausgerechnet hätten, hätten die genau so ein Ergebnis bekommen, was ich da gezeigt habe. Was macht der Sachverständigenrat aber stattdessen? Er behauptet, dieses Alpha, das ist nicht das, was ich da berechnet habe, sondern das Alpha ist die sogenannte Lohnquote. Die Lohnquote ist ein Teil des Volkseinkommens. Das wiederum ist ein Teil des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist der Anteil des Geldes, den die Arbeitnehmer bekommen für ihre Arbeit. Der Rest ist die Gewinnquote, das ist das, was die Arbeitgeber oder Kapitaleigner bekommen. Und diese Lohnquote liegt ungefähr bei 66%. Das tut mal 1% höher und mal einen runter, aber ungefähr immer in dem Bereich. Also ungefähr doppelt oder mehr als doppelt so hoch, wie ich das jetzt hier ausgerechnet habe. Also ich will Ihnen nichts unterstellen. Aber wenn man der Arbeit Gewicht verleihen will, dann darf man das nicht so machen, wie ich das hier gemacht habe. Und das ist eine ganz einfache Rechnung. Sondern dann behauptet man einfach, genau das tun sie. Das ist gar nicht so, oder beziehungsweise sie unterhalten sich gar nicht über diese Dinge. Das ist überhaupt nicht Thema. Nein, dieser Alpha-Wert ist die Lohnquote. Punkt. Wenn die Lohnquote jetzt dauer 66% ist, ich habe gerechnet 30, so 66%. Dann heißt das im Grunde genommen ja nichts anderes, dass diese sogenannte Verantwortlichkeit der Arbeit oder ihre Produktivität mal schlicht und einfach mal eben kurz so verdoppelt worden ist, weil man das mal so wollte. Und da kann ich mir jetzt alles vorstellen, dass die Gewerkschaften das so wollten oder die Sozialpartei, die Arbeiterparteien kurz und gut, oder was das auch immer für einen Grund geben mag. Und ich will den auch nicht dagegen tun, nur
Nur das Volkseinkommen, da geht es um die Verteilung dessen, was man hergestellt hat. Was ich hier gemacht habe, ich habe hier ausschließlich und nur die Produktion angeschaut. Ich habe geschaut, was ist für die Produktion des Volkseinkommens zum Beispiel verantwortlich. Und das sind ganz eindeutige Ergebnisse. Bei dem Alpha sind jetzt auch die Nicht-Erwerbsarbeiterinnen. Nein. Die sind, das ist wirklich nur die Erwerbsarbeit. Aber es gibt natürlich die Nicht-Erwerbsarbeit. Und jetzt gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, also denken Sie mal an die Schere und den Friseur, wenn man jemanden gefragt hätte von Anfang an, hätte er vielleicht gesagt, ja halbe. Und jetzt würde ich hilfsweise dazu übergehen, hier auch von halbe auszugehen. Also die Hälfte Verantwortlichkeit der Arbeit liegt bei der Erwerbsarbeit und die Hälfte der Verantwortlichkeit der Arbeit liegt bei der Nichterwerbsarbeit. Das wäre dann zum Beispiel das, was der Ehepartner leistet, indem er die Kinder erzieht, die Wohnung sauber hält und diese ganzen Dinge, Pflege, ja, all das, was zur Nichterwerbsarbeit gehört. Und wenn ich das dann mache und sage, okay, also in diesem Sinne hat die Erwerbsarbeit also ein halbes Gewicht und multipliziere die 0,3 damit dieser 1,5, dann habe ich genau die 15%. Das heißt also, es gibt ja nur eine Sache in diesem ganzen Betrachtungshorizont von VWL, der für alle gilt. Also die Produktion gilt ja nur für die Erwerbsarbeiter und nicht für die anderen. Das gilt jetzt wirklich nur für diese 40 Millionen Beschäftigten. Aber die Konsumtion, das machen wir alle. Und wenn ich jetzt also diese Halbierung nehme, dann ist das für mich wie, als wenn ich aus der Perspektive der Konsumtion schaue. Das Spannende für mich als Mikroökonom bei dieser Betrachtung ist, dass ich im Grunde genommen jetzt in Bereiche gelange, die bei der Mikroökonomie eigentlich immer sehr, ja, ich will nicht sagen umstritten, die sind ja anerkannt, aber so Fragen wie Nutzen und Nutzenmessungen und Nutzenvergleich und solche Sachen. Also ich habe den Eindruck, da ist noch viel rauszuholen, aber das wird sich in der Zukunft ergeben. Ja? Also zunächst einmal will ich damit sagen, also diese 15% scheinen etwas damit zu tun zu haben, was der Produktionsfaktor Arbeit aus der Perspektive aller in unserem Land für die gute Produktion beiträgt. Also die Produktiven, also die Beschäftigten, 30%, aber das ist eben nur die Hälfte. Und die andere Hälfte ist für die genauso wichtig, wenn es die Kinder sind, die den Sinn geben. Oder die Alten, die Dankbarkeit brauchen, auf jeden Fall, denn die haben das alles, dieses Kapital geschaffen in der Vergangenheit, mit dem wir heute was machen. Ja? Diese Dinge oder diese Leistungen, diese Zusammenhänge spielen damit hinein. Das ist komisch, ich weiß nicht genau warum, aber das scheint so zu sein. Die Frage ist, wie reliabel, wie valide, sagen wir dann dazu, also wie gültig und wie zuverlässig dieser Zusammenhang ist. Das ist alles noch eine Frage zukünftiger Forschung. Dann habe ich da hinten noch zwei Fragen. Erstmal danke für die spannende Präsentation. Das mit den 40% Sozialstaat oder 40% am BIP, das denke ich mal, kommt für die BDRD ganz gut hin, aber die Frage ist ja, das fällt ja nicht wie Manna vom Himmel, irgendwo kommt das ja her. Und das wird ja aus Abgaben, also Abgabensteuern, Entgelte, die das Kapital im Sinne von Körperschaftssteuer, die aus Unternehmensgewinnen sich finanziert, oder Einkommensteuer, Konsumsteuer und sonstigen Abgaben finanziert sich das ja. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Block, der dazwischen steht, sondern der finanziert sich ja aus Arbeit und Kapital, beziehungsweise Besteuerung und Abgaben auf Arbeit und Kapital. Das fällt ja nicht wie Manna vom Himmel. Denken Sie an Herrn Werner. Ja, der argumentiert so gut wie nie in Geld. Zu Recht. Noch etwas, Adam Smith hat gesagt, Geld ist irrelevant. Für diese Frage ist völlig irrelevant. Geldangebot, Geldnachfrage, Preisverhältnis spielt überhaupt keine Rolle. Denn hier geht es um physische Zusammenhänge. Was muss ich machen, damit was entsteht, damit was Neues geschieht, was Neues in die Welt kommt. Und Geld dient dazu, dass, das haben nun viele Ökonomen bereits gesagt, diesen Zusammenhang zu verschleiern. Ja? Sozusagen uns alle für dumm zu verkaufen. Das beste Mittel, um uns dann zu übervorteilen. Und deswegen ist Geld hier genau das falsche Argumentationsmittel. Wenn ich in Euro gesagt habe, ich habe ja einige Male in Euro geredet, habe ich das deswegen gemacht, weil es natürlich unglaublich viele verschiedene Güter gibt. Würde man zum Beispiel 1 Million verschiedene Güter in entsprechenden Austauschverhältnissen in relative Preise aufteilen, hätte man 500 Milliarden Preise. Das heißt, es macht die Sache unglaublich kompliziert. Deswegen nimmt man ein Pauschalgut, genannt Euro, an dem sich alles andere ausrichtet.
Das ist aber das Einzige, was ich damit sagen wollte. Ich wollte hier nicht in Geld oder in Inflation oder Deflation oder irgend sowas denken, sondern ich wollte nur sagen, das ist eine Möglichkeit, eigentlich im Grunde wie dieses ganze maßtechnische Konzept, merkwürdige Zusammenhänge, die da sind, die wir aber noch nicht fassen können, aber doch fassbarer zu machen. Ja, und deswegen spreche ich mit euch. Losgelöst von Geld, der Sozialstaat wird erwirtschaftet von Kapital und Arbeit. Der Sozialstaat besteht aus Gütern. Ja, aber er wird. Und die Güter werden produziert. Ja. Genau, und es geht hier nur um die Produktion. Ich habe jetzt nur beispielhaft gesagt, wenn man jetzt diese produktiven Zusammenhänge auf die Frage der Verteilung übertragen will, also wer kriegt jetzt was, da könnte man sich hier zum Beispiel vorstellen, 30% für die Arbeitnehmer, 30% für die Kapitaleigner und dann wäre der Rest, stünde dann sozusagen als Masse zur Verfügung, die nun zufälligerweise etwa dem Sozialstaat entspricht. Und in diesem Sinne braucht man sich für Sozialstaat die Leistungen auch nicht zu rechtfertigen. Und da brauchen wir auch gar nicht, die stehen nicht zur Disposition. Ja? Ich versuche mich ganz kurz und knapp zu halten. Sie sagten, Sie sind Volkswirt. Ich würde Ihnen eine Empfehlung geben. Lesen Sie ein Einführungstextbuch zur Makroökonomie à la Blanchard, die ersten drei Kapitel, und überlegen Sie sich ein bisschen zu das Unwort des Jahres vor 2 Jahren in Deutschland, Humankapital, was nicht die Ökonomisierung des Faktor Inputs Menschen ist, sondern die Freiheit der Optionsverwertung durch Bildung, diese Diskrepanzen, die Sie anhand der Komplexfunktion, die einfach schlichtweg spezifiziert ist hier bei Ihren Deutungen, zu erläutern. Ich habe ein Riesenproblem mit dieses polemische, alles ist metaphysisch. Es gibt ein seit 30 Jahren endogene Wachstumstheorie, Rebello-Modell, AK-Modell, also hoch und runter, das sind Modelle ohne Ende, die mit Sachverhalt und Sachkompetenz alle die Fragestellungen, die Sie aufgeworfen haben, ganz easy und ganz einfach erklären. Und zwar Humankapital. Und seit dem Leontief-Paradoxon bei den Import-Export-Strömen von Amerika weiß man, dass es unterschiedliche Bildungsgrade gibt. Und die Chinesen sind gerade auf dem Weg in den Kapitalintensitätsproduktionsfließbahnarbeiter. Die Chinesen haben gesagt, bis 2020 wollen sie 2 Universitäten in den Top 10 Universitäten der Welt. Die haben schon eine, Beijing Institute for Technology. Ja. Die zweite kommt dieses Jahr. Das heißt, die investieren ganz massiv in Bildung. Die Chinesen produzieren, nur aus Zahlen, die produzieren 50.000 Ingenieure pro Jahr. Output. Ja? Sie haben keinen einzigen wirklichen Elite-Entwickler oder sowas hervorgebracht. Momentan. Aber warum müssen wir uns über sowas streiten? Die kopieren und machen riesige Sprünge. Die haben den ganzen Transrapid von den Deutschen einfach abkopiert und dann brauchen sie es nicht mehr von den Deutschen bauen lassen. Und es ist, ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Chineser eine innovative Idee hat. Also die sind genauso intelligent wie wir. Also das ist nordisch. Also ich stoppe da, aber ich würde Ihnen empfehlen, einfach ein bisschen die Literatur anzugucken, weil Sie stellen unsere Berufsvolkswerten, das ist eine Schande, Entschuldigung, aber das ist nicht persönlich gemeint. Aber das, was Sie hier verkaufen als Volkswirtschaft, ist nicht Volkswirtschaft. Ja, das sehe ich anders. Denn dazu, wie gesagt, sagen ja Volkswirte oftmals nichts. Jedenfalls nicht in diesem Sinne. Ich weiß nicht, in welche Kreise die verkehren. Also die Volkswirte haben selbst einen Brandbrief herausgebracht aus ihrer eigenen Zunft, um endlich aus ihrem Quasi-Monopoldenken auszusteigen. Ja. Die sind selbst inzwischen so weit zu sehen, dass viele Sachen, die sie als Ideologie jahrzehntelang vor sich hergeschleppt haben, anscheinend so nicht richtig sind. Die Zunft selbst beginnt langsam ihre Fehler zu erkennen und entsprechend zu reparieren. Und es ist gut so, dass sich auch in dieser Bewegung was tut. Mir ist das klar, dass das aus der Sicht eines Volkswirtes, eines bodenständigen Volkswirtes, natürlich erstmal ein sehr großes Problem darstellt. Ist mir völlig klar. Es soll auch vor allem ein Denkanschluss da sein. Kein Problem. In diesem Sinne einfach die Gleichung nicht. Tut mir leid. Ja, Sie können das gerne nachlesen, das wird ja veröffentlicht. Ist ja schon klar. Danke. Dann danke ich dir trotzdem oder Ihnen für den Vortrag und für die Impulse. Und ich denke, wir haben alle Gelegenheit, unsere eigene Meinung zu bilden und auch sozusagen im Folge des Kongresses weiter über die eine oder andere Sache zu diskutieren und nachzudenken und dann Applaus hat er verdient.